Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der aktuellen Glossy Box Girls. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Glossy Box Girls ist eine Limited Edition der Glossy Box und ist eigentlich eher so für die jüngere Generation ausgerichtet. Das heißt, dass die halt nicht wirklich ein Abo eingehen oder so. Man zahlt, wenn man Abonnent ist, 18 Euro für die Box und als Nicht-Abonnent 23 Euro. Aber mit meinem Code ClaudiaLimited bekommst du auch als Nicht-Abonnent die Box für 18 Euro. Und ja, die kann man dann zum Beispiel auch kaufen für eine Tochter, eine Schwester, eine kleine Schwester oder zum Verschenken oder halt für sich selbst. Ich habe einmal eine Box mir selber gekauft und eine Box wurde mir jetzt in Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt und deswegen werde ich die Box, die ich in Kooperation geschickt bekommen habe, an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und falls du keine Videos oder so von mir verpassen möchtest, kannst du mich auch super gerne abonnieren. Das kannst du hier unten gerne einmal nachholen. Und ja, kommentieren, liken, weißt du Bescheid. Das hilft mir halt immer so ein bisschen hier, ne? Ja, ich würde mich freuen, wenn unsere Community hier einfach ein bisschen wachsen würde und wir vielleicht so bis Weihnachten auf die 25.000 kommen oder so. Würde ich mich hart drüber freuen. Auf jeden Fall, ja, habe ich jetzt hier die Glossy Box Girls. Die sollen einen Warenwert von 131 Euro haben. Die ist relativ schwer. Da ist auch ein bisschen mehr drin als das, was wir normalerweise so in den Glossy Boxen finden. Normalerweise Glossy Box 12,50 Euro pro Box pro Monat erscheint monatlich. Ich glaube, Glossy Box Girls erscheint alle 3 Monate. Ich glaube schon. Und ja, jetzt entferne ich einmal den Deckel. Hier haben wir dann auch das ganze Glossy Box Logo Gedönsen drin, wie wir das halt auch so kennen. Aber die Glossy Box Girls hat jetzt mittlerweile ein etwas anderes Design als die Glossy Box. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass quasi alte Designs aufgewurstet oder verwurstet werden, sondern die wird eigenständiger. Ich finde es ziemlich cool und ich rieche mal kurz dran. Ich habe hier keinen verräterischen Duft. So schaut das Ganze nämlich aus. Das Ganze sieht sehr sommerlich aus, ne? Be You Edition. Okay, du sollst du selber sein. Und ja, so sieht dann die Box ohne Heftchen aus. Läuft, ne? Ich schaue mal, was die Glossy Box Menschen, Glossy Box Girls, Packer sich beim Packen der Boxen gedacht haben, ne? Hey Glossy Girl. In der brandneuen Glossy Box Girls Be You Edition dreht sich alles um einen ganz besonderen Menschen, um dich. Denn du bist einzigartig und das sollst du der Welt mit Hilfe unserer besonderen Produktzusammenstellung auch zeigen. Außerdem erwartet dich ab sofort anstelle einer Print-Produktkarte eine digitale Variante, die du ganz easy per QR-Code, siehe unten, abrufen kannst. Dort findest du, nein, darin findest du, alle wichtigen Informationen zu deinen Produkt-Must-Haves aus der Box und praktische, weiterführende Links, um deine Favs nachzuschauen. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossy Box Girls Team. Oh Käse, ich packe euch die Links zu den Produkten immer unten in die Box mit rein, also in die Infobox bei mir. So viele Boxen, Leute. Manchmal hat man hier auch nur Boxen im Brain drin. Da ist der QR-Code, den werde ich auch scannen, um da halt die Produkte der Preise herauszufinden. Blende ich euch immer mit ein. Ja, jetzt bin ich einfach mal gespannt. Also quasi geht es um uns. Okay, also quasi, ja, das was halt alle jetzt gerade raushauen, ne? Self-Love, weißt du Bescheid. Selbstliebe ist aber auch sau wichtig, Leute. Und ja, ich sehe hier tatsächlich schon etwas, was mich glücklich machen könnte. Ich öffne jetzt hier einmal diese Schleifchen. Und das Seidenpapier. Ta-ta-ta-ta. Tü-tü. Ja, der erste Blick in die Box. Und als allererstes fällt mir hier ein Parfum auf. Das hatte ich auch irgendwo schon mal drin und das müsste ich auch in meiner Sammlung haben. Von Kappa ist es das White Woman Eau de Parfum mit 40 Millilitern. Ich finde es super, dass man hier so eine Full Size von einem Parfüm mit drin hat, weil sowas passt einfach. Das ist ein sehr pudriger, blumiger Duft, den ich auch wirklich gerne mag. Mein Problem bei den Kappa-Düften ist halt immer, die halten halt nicht relativ so lange, ne? Ich finde die schön, ich finde die angenehm, ich mag die auch gerne so im Alltag, finde sie aber nicht haltbar genug. Das heißt, das habe ich ja eh schon, ne? Aber das werde ich dann auf jeden Fall demnächst mal an einen von euch verlosen, ne? Quasi in eine Verlosung einpacken. Aber ich verlose ja in diesem Video sowieso eine komplette Box. Habe ich gesagt? Habe ich das nicht gesagt? Doch, habe ich schon gesagt, ne? Ich vergesse manche Dinge manchmal in letzter Zeit sehr gerne.
Alles steht in der Infobox, weißt du Bescheid? Habe ich gesagt? Doch, jetzt erinnere ich mich gerade. Vor 5 Minuten gefühlt, ne? Genau, ja, ich kann euch auch hier mal so ein bisschen diese Duftnoten einblenden, wonach das so riecht. Also, wie gesagt, ein schöner Duft. Da ist, glaube ich, auch irgendwie irgendwas Rosiges, irgendwas Jasminiges auch mit dabei. Also schon geile Sachen, die ich gerne mag, ne? Aber wie gesagt, es verfliegt mir zu schnell und ist aber cool, dass es hier in der Box mit drin ist. Muss ich wirklich sagen. Weil das passt schon, ne, so zum Sommer. Dann haben wir hier auch einen Nagellack von Essie drin in einer kleineren Größe, in der Farbe Marshmallow. Ich weiß gar nicht, wie groß, 5 ml haben wir immer diesen kleinen drin. Und diese weißen Lacke, die sind schon geil. Die kannst du entweder halt und so normal auf die Lacke, auf die Nägel drauf machen. Essie hat auch mittlerweile sogar so einen Topcoat, der mattiert. Und ich glaube, so weiß-matt könnte ziemlich geil aussehen. Ich habe damals, ja, ich war verrückt, Leute. Also ich habe, meine Nagellacke waren damals entweder schwarzer Edding oder weißes Tippex. Das habe ich damals in meiner verrückten Zeit halt verwendet. Ich weiß nicht, ob das so gesund war für die Nägel, aber sie haben es überlebt. Aber ne, das erinnert mich da halt immer wieder dran. Ja, ist auf jeden Fall jetzt als richtiger Nagellack hier in der Box drin enthalten. Finde ich cool. Einen weißen Nagellack kann eigentlich jeder gut gebrauchen. Deswegen beschwere ich mich nicht darüber, dass er drin ist. Manche beschweren sich ja mal, wenn so ein bisschen Nagellack oder Lippenprodukte so drin sind, ne? Aber wenn es Sachen sind, die wirklich jeder gebrauchen kann, feiere ich das. Dann habe ich hier auch von Alverde, wo wir... Nein. Oh, Contouring Cover Stick. Ach was. Die matte, cremige Formulierung ist vielseitig einsetzbar. Spielend leicht können kleine Unebenheiten ausgeglichen oder Konturen und gezielte Akzente gesetzt werden. Ah, okay, ich glaube, das soll sowas, also ist jetzt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Farbe finde ich halt einfach schwierig, ne? Hier steht einfach nur hell drauf. Also ich finde es nämlich für hell sehr dunkel. Also für Kontur vielleicht, ist aber für mich für Kontur schon wieder zu hell. Für Concealer zu dunkel, zum Abdecken zu dunkel. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal in meinem Leben ein bisschen dunkler werde, wenn die Sonne mich ein bisschen mehr knutscht. Aber ja, ist halt so ein Stick, ne? Aber Stick Concealer ist nicht ganz so meine Welt. Jetzt so hier auch so Unebenheiten, Pickelchen und so kannst du es eigentlich ganz gut drauf machen, um das zu kaschieren und dann ein bisschen Puder drüber fertig ist, die Laube. Würde ich theoretisch gerne in mein Full Face Beauty Box mit reinnehmen. Ich glaube, ich packe mir das mal zur Seite und schaue mir das mal an. Denn ja, wenn alle Boxen bei mir eingetrudelt sind, dann schminke ich ja natürlich ein Full Face damit, ne? Ui! Oh, aber hier habe ich noch was. Noch so ein Ding von Alverde. Auch so ein Contouring-Cover-Stick. Und das ist jetzt in dunkel. Gibt es in hell, gibt es in dunkel. Guck, den kann ich mir auch wirklich als Contour-Stick vorstellen. Das wird was mit uns beiden. Genau, dann nehme ich nämlich den dunklen für mich in meine Full Face Beauty Boxen. Den hellen lasse ich dann weiter wandern. Ich glaube, das wird nichts mit uns beiden. Aber cool, dass sie beide reingepackt haben. War das so geplant? Weiß ich gar nicht. Dann habe ich hier ein Kettchen, Armkettchen müsste das sein, von Six Hello Summer. Hat normalerweise 5,95 Euro wert, steht hier drauf. Wenn es ein Armkettchen ist, wird es weiter wandern, weil ich trage keine Armgeschichten. Ich bin da einfach zu, wie sage ich das, zu paddelig für. Ich bleibe einfach überall hängen. Ist einfach nicht meine Welt, also so ein Armband, also generell Armbänder. Ne? Sieht wunderschön aus, mag ich bei anderen super gerne leiden. Ist sogar ein Fußkettchen. Das könnte schon wieder was werden, das finde ich schon wieder hübsch, ne? Mag ich gerne leiden. Es ist in Gold und dann so mit, oh ja, das mag ich wirklich gerne leiden. Türkis, grün. So ein bisschen wie eine Miesmuschel von innen aussieht, ne? Das finde ich hübsch. Und Fußkettchen, da fahre ich ja drauf ab, ne? Auch wenn das total unpraktisch ist und auch das mich nerven wird. Aber trotzdem finde ich das hübsch. Kommt jetzt Full Face Beauty Boxen, werde ich dann einfach mal tragen. Ne, das geht klar. Dann habe ich hier wirklich noch allerhand drin, ne? Stuff, also voll krass. Ein großes Vieh habe ich hier mit dabei von Hawaiian Tropic Sunless Tan, also quasi Light to Medium. Da werden sich viele drüber freuen. Das soll auch noch befeuchten, wenn es halt getannt wird und so. 200 ml ist eine Full Size. Also wäre ich nicht schwanger, würde ich es verwenden, wahrscheinlich für meine Beine, ne? Also für den Körper eher weniger, weil da, weiß nicht, finde ich das nicht so geil. Aber auf den Beinen, weil meine Beine halt einfach nicht so braun werden, verwende ich halt mittlerweile, oder habe ich für sonst Selbstbräuner verwendet. Ich habe aber herausgefunden, dass man besser keinen Selbstbräuner in der Schwangerschaft verwenden sollte, weil das halt noch nicht genug erforscht ist, weil es gibt Selbstbräuner leider noch nicht lange genug auf dem Markt, als dass man da Langzeittests, Langzeitstudien durchführen könnte. Deswegen, ja, wird das weiter wandern. Ich finde es aber cool, dass es auch in Light to Medium hier drin ist, weil das wäre auch für mich passend gewesen. Ist ein Schaum, das trägt man dann meistens mit so einem Handschuh auf oder so, ne?
Ist schon cool. Ja. Das wird Menschen freuen. Doch, also bislang sind das alles Produkte, wo ich sage, das passt schon so in diese Sommergeschichte mit rein. Ob das jetzt Take Care of Yourself oder so funktional ist, keine Ahnung, kann jeder für sich selber entscheiden. Hier ist auch noch ein bisschen Werbung zu diesem Hawaiian Tropic drin. 2 Euro für deinen nächsten Einkauf. Eines Hawaiian Tropic Sunless Tan Selbstbräuner Schaums in Light to Medium. Okay, also wenn du den nachkaufen möchtest, kannst du bei DM nochmal 2 Euro sparen. Das ist nett, ne? Genau, und hier hast du halt auch noch das aufgeführt, wie man das halt macht mit diesem Handschuh. Fehlt dann natürlich hier in der Box, aber an und für sich ist das schon eine coole Nummer. Dann haben wir von Lottie London hier noch was drin. Das dürfte so ein Creme-Gedönsen sein. Genau, in der Farbe Golden Hour. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch habe. Kommt mir bekannt vor. Ombretto. Was ist das denn? Metallic Lidschatten. Genau, so ein Mono-Lidschatten. Nee, den hatte ich in dem Mono-Lidschatten-Adventskalender verlost gehabt, wenn ich mich nicht irre. Weil ich mag keine Mono-Lidschatten. Ich bin da halt einfach... Ich habe eine riesengroße Sammlung, Leute. Was soll ich mit einem Mono-Lidschatten? Eigentlich jede Farbe, die als Mono-Lidschatten dann mal bei mir so eintrudelt, habe ich schon in irgendeiner Palette schon drin. Ja, der kann bestimmt vieles. Ist bestimmt total genial. Aber wie gesagt, der wandert weiter. Aber es wäre theoretisch ganz cool, weil jetzt gerade so im Sommer machst du dir so einen easy peasy Beach Look, ne? Und wo nicht viel Zeit investiert werden möchtest du was? Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn. Und da kannst du dann das Ganze wahrscheinlich auch mit dieser Palette kombinieren, die wir tatsächlich auch schon in meiner Box irgendwo mit drin hatten. Bella Pierre Cosmetics Ultra Glow Highlighting and Bronzing Palette. Schönes Teil, auf jeden Fall. Aber habe ich die eigentlich noch? Ich hatte die mal. Weiß ich gar nicht, ob ich die weitergegeben habe. Ich gucke mal. Wenn ich die noch habe, dann werde ich die verwenden. Wenn nicht, dann wird die weiter wandern. Da ist ein Bronzer mit drin. 3 Highlighter, wovon nur einer mir passt. Die anderen beiden werden quasi Bronzer-Topper. Schwierig. Fännchen ist mir persönlich zu klein für einen Bronzer eigentlich, ne? Ich bin da ehrlich. Geil ist aber, dass wir einen Spiegel mit dabei haben. Also es ist theoretisch auch eine schöne Palette zum Verreisen, weil die kannst du auch als Lidschattenpalette verwenden, ne? Und das dann in Kombi mit dem Mono-Lidschatten. Kannst dich nicht beschweren. Hast du quasi eine Lidschatten-Base und kannst die dann auch noch dazu. Warum eigentlich nicht, ne? Also von der Idee her finde ich das gut. Also, ne? Mock wie weiter. 2 haben wir nämlich noch. Ich glaube, das war relativ teuer. Das hatten wir auch schon mal in der Glossy Box drin. Vegan bei Happy Skin. Ich muss einen Schluck trinken, denn mein Hals schnürt sich zu. Bei 29 Grad Außentemperatur und gefühlten 50 Grad Innentemperatur ist das auch kein Wunder, ne? Original Skin Essence Toner. Das ist mit Kamille, Calendula und Aloe Vera. Der ist alkoholfrei. Eigentlich total geil, ne? Der kommt auch, falls ich den nicht schon sogar habe. Ich meine, ich habe den schon in meine Backups. Ich meine auch, dass der echt teuer war. Weiß ich aber nicht mehr. Ich habe immer so ein komisches Gefühl. 100 Milliliter haben wir hier drin. Und ja, so ein Toner ist auch immer sehr wichtig, ne? Um die Haut einfach darauf vorzubereiten, dass danach Pflege kommt und die nicht so allzu sehr erschrocken ist. Vor allem so sensible Haut braucht das immer, dass du halt nach der Reinigung einen Toner verwendest und dann erst Serum, Augencreme, Gesichtscreme, so ein Kram, ne? Genau. Das ist aber schön. Ja, und so viel Pflege haben wir auch bislang noch gar nicht gehabt. Also das ist echt eher so eine dekorative Kosmetikbox. Das letzte Produkt ist von Botanic Beauty Fill and Tame Brow Gel. Nourishing Tinted Brow Gel. Tinted? Okay, welche Farbe bist du denn? Müssen wir mal herausfinden gleich. Mit Aloe Vera ist das auch noch. Okay, also das soll auffüllen. So ein bisschen wie dieses, wer ist das denn hier? Gimme Brow Plus, glaube ich, ne? Von Benefit. Ja, Gimme Brow Plus. Wahrscheinlich soll es dann so sein. Ja, immer mutig mit den Farben, Leute. Müssen wir mal gucken. Steht hier auch nichts drauf mit Farbe. Hallo. Clear. Ah, sehr praktisch. Clear, also quasi durchsichtig. Kommt dann auch ins Fullface Beauty Box mit rein. Klare Augenbrauen-Gel-Geschichten finde ich auch immer schön. Ist ein kleiner Spoolie. Komme ich mit klar. Finde ich klasse, dass es clear ist, weil wie gesagt, es ist immer schwierig. Kriegt noch nichts, wenn man da eine Farbe reinpackt, ne? Weil ich bin jetzt ein Blondchen zum Beispiel, dann freut man sich jetzt nicht unbedingt über ein schwarzes oder über ein braunes Augenbrauengel. Und wenn man jetzt dunkelhaarig ist, dann braucht man nicht unbedingt ein blondes Moped, ne? Ist klar. So, das war die Box. Wir haben hauptsächlich dekorative Kosmetik. Das haben wir aber hauptsächlich bei der Glossy Box Girls eigentlich immer drin, oder? Täusche ich mich da? Finde ich klasse. Also ich hole mir die immer sehr, sehr gerne. Deswegen hatte ich die auch direkt, als sie verfügbar war, schon direkt bestellt gehabt. Ja, 2 Produkte werde ich auf jeden Fall dann auch ins Fullface Beauty Box mit reinpacken. Viele Produkte hätte ich behalten, wenn ich nicht schon was davon hätte.
Also ich finde die Box brauchbar. Ich weiß jetzt nicht, was das hier mit Achte auf dich selbst zu tun haben soll, ehrlich gesagt. Für mich hat das eher was mit Sommer zu tun. Aber das finde ich eigentlich ganz gut, weil es ist gerade Sommer. Also ich habe euch ja gerade die Temperaturanzeige genannt. Das ist schon krass. Atmen. Ihr Lieben, schreibt mir mal gerne, wie ihr die Box so fandet. Also ich persönlich finde die gut. Und wenn ich jetzt gefragt werde demnächst, Claudi, kannst du eine Box empfehlen, wo ziemlich viel dekorative Kosmetik drin enthalten ist? Werde ich auf die Glossy Box Girls verweisen, denn da stellt sich jetzt immer mehr raus, dass da eigentlich hauptsächlich Schminke drin ist, ne? Und wenig Pflege halt. Das ist schon cool. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem Unboxing zu der Glossy Box Girls Mai 2022. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!